Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Total War Rome 2. Ich bin der Simme und wir haben den AEs, die beim letzten Mal noch so quasi auf dem letzten Drücker den Krieg erklärt. Die kommen irgendwie mit einer Armee hier runter, aber wir haben zwei stehen, da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen. Und wir rekrutieren hier unsere 8. Armee mit mega, mega geilen Einheiten. Das wird der, ich sage mal, der Burner. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir hatten alles abgefrühstückt beim letzten Mal. Attacke, ne? Gib ihm. Und mal gucken, was die so tun. Wahrscheinlich nicht so viel, aber man weiß es nicht so genau. Mal gucken, was diesmal an Bündnissen und so gewünscht ist. Die Arianer, ich werde aus denen auch nicht schlau. Gehen rauf, gehen runter. Wir müssen da oben auch nochmal hier die anderen Typen auch nochmal irgendwie in die Bütt nehmen da. So, jetzt kommt er und versucht uns unsere Armeen hier abspenstig zu machen. Nee, 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 mein Freund. So haben wir das nicht gewettet. Ein ich Schutzbündnis für die Kimmerer. Wir wollen, dass wir ihnen 10.000 zahlen dafür. Boah, das könnt ihr mal voll vergessen. Also ernsthaft jetzt. Also für 10.000 hier, die haben ja wohl echt einen an der Latte. Geht überhaupt nicht. Also wirklich. Nee. So. Und dann haben wir, oh, sehr wenige sogar. Frieden zwischen Adahan und Kimmerer. Okay. Klient erschaffen. Diese Fraktion wurde zum Klientelkönigtum. Ja. Toll. So, und hier haben wir unsere Stadt neu ausgebaut. Auch toll. Dann, hellenische, wir mögen alle Griechen. Warum mögen wir denn eigentlich alle immer die Griechen? Ich kann das immer nicht ganz nachvollziehen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Der hellenische Einfluss ist fast stärker als unser. Naja, okay, gut. Wir warten mal ab. So, ja, die wollen bestimmt mit unserer Flotte hier im Krieg in den Kampf ziehen. Ne, wir ziehen die mal wieder zurück. Mal gucken. So, dann haben wir das. Die plündern und brandschatzen. Also, das ist ja aber nicht sehr nett. Das ist gar nicht nett. So, wenig Militärpräsenz. Ach so, das ist durch das Plündern wahrscheinlich. Kulturelle Unterschiede. Plündern, minus 20. Aha. So, so. Das hättet ihr wohl gerne. Das werden wir mal direkt unterbinden. Plündern. Also wirklich. Nee. Bei uns wird hier nicht geplündert. Definitiv nicht. So. Zack. Dann. Oh, er zieht sich zurück. Na, so ein Pech aber auch. So ein Pech aber auch. So, zack. Und die auch noch. Und dann. Was machen wir denn dann noch? So, die haben ihren General. Haben da zwar wieder einen General, aber das ist uns im Moment erstmal relativ egal. Ja. Da sind wir auf dem Wege nach oben. Das, also dieses Plündern, das gefällt mir ja gar nicht, ne? Das kriegen wir aber auch noch in den Griff. So, und dann haben wir jetzt mal gerade gucken, wo noch Armeen stehen. Da oben steht ja auch noch einer. So, die haben noch sehr, sehr hohe kulturelle Unterschiede und Instabilität in der Provinz. Aber das ist ja auch noch hier diese Armee. Ich glaube, wir können die hier mal glatt. Oh Gott, nee. Die lassen wir mal besser drin stehen, sonst laufen die uns gleich weg. Das ist nicht gut. So, dele. Was können wir denn sonst? Können wir hier. Achso, ja, hier müssen wir noch warten. Ja, tam tadam tada. Eine Runde beenden, würde ich sagen. Und gucken, was sie tun.
wieder einmal gucken, was sie tun. Das ist auch so der absolute Klassiker. Tja, es gibt irgendwie so eine Handvoll Fraktionen, die gehen richtig ab und andere, na, was machen sie denn? Ich will das sehen. Springt dahin, verdammt. Oh. Ah, jetzt. Die haben, glaube ich, noch mit irgendwem verhandelt, würde ich fast mal behaupten. Sie versuchen, unsere Kriegsjunker auszuschalten. Ha! Daneben. Aber er hat einen Rang bekommen. Das heißt, er hat irgendwas getan. Ein Von militärisches einem Bündnis. Reichtum wie dem eure kann mein Volk nur träumen. Nein. Nein. Definitiv kein militärisches Bündnis, denn das würde bedeuten, dass sie gleich, dass wir sie gleich nicht angreifen können. Das, oder könnten schon, aber das wäre irgendwie nicht so toll. Das wollen wir doch gar nicht. Ein militärisches Wir Bündnis haben mit den keine großen Piktonen. Ansprüche. Schließlich wollen wir nur eine geringe Menge. Ja, wir machen das. Wir machen das erstmal. Bist du nicht mein Feind, bist du mein Freund. Politische Intrige, Attentatsversuch. Konsequenz der Mordanschlagung misslang ihn jedoch, wurde das Ziel beim Fluchtversuch vor seinen Angreifern verwundet. Boah. Das ist ja gemein. Dann nehmen wir den hier, auch wenn er jetzt Ich lebe, um dem ein Volke anderer Britanniens zu dienen. ist. Das ist fies. So, dann ziehen wir mit Ich den erwarte eure Jungs Befehle. mal hier hoch. Ausrücken. Ich sehne. So. Bewegt euch, Männer. Und dann gucken wir mal. So, die mögen Mark-Nachfolger schon wieder irgendwas mit hellenischem Einfluss. Das ist doch nicht so toll. So, der hat versucht, unsere Kriegsjungfer hier zu meucheln. Dann werden wir jetzt mal versuchen, ihn zu meucheln. So, einmal hin. Ist er jetzt schon mal so verwundet, das ist gut. So, der hat versucht, was kaputt zu machen. Da ist was rekrutiert und hier ist irgendwo was im Weg gewesen. Ja, das wissen wir. So, und dann ziehen wir hier mal ran. Zack und zack. Ich glaube, jetzt müssten wir sie in Reichweite haben. Wo sind denn? Haben wir hier irgendwo? Genau, das sind hier die mit dem vielen, vielen. So. Stopp. Nur eine Garnisonsarmee. Das werden wir mal hier verloren. Wir haben satte 500 Männer verloren. So. Drauf. Dann gehört sie jetzt Wie uns. kann ich euch So, und helfen? er hat eine neue Stufe erhalten. Der wird auch ein Kommandant. So, hier sind die Armeen. Der zieht darunter. Was macht der denn da mit seinen Dingern? Naja, egal. Wir haben genug bei unseren Grenzstädten an Verteidigung. So. Gut, jetzt haben wir das und dann brauchen wir nur noch hier oben die Stadt und dann haben wir sie quasi auch schon so halb ausgelöscht. Passt. Dann machen wir jetzt schon Runde beenden. Ach ja, wir haben hier oben irgendwas mit dem Schiff. Ist hier oben noch in. Wenn wir das jetzt machen, dann wird er sich wahrscheinlich zurückziehen. Oh. Oh, das ist ja sehr, sehr viel. Ich steige immer bei diesen Seeschlachten nicht durch. Nee, das wollen wir nicht. Das ist uncool. So, Söldner, können wir noch irgendwas? Nee, der wird uns gleich wahrscheinlich hier angreifen. Das befürchte ich jedenfalls. So, rekrutieren wir noch was. Und sind wir da auf der sicheren Seite. Da müssen wir gleich mal gucken. Nicht, dass die uns jetzt hier oben gleich unsere Stadt nehmen. Ich habe so Befürchtungen. Naja, wir schauen mal. Wir schauen wieder einmal. Das ist jetzt auch so ein
Die Geister sagen uns, dass wir euch Gold anbieten sollen. Gegen wen wollen die, dass wir beitreten? Und mit den Syrakus. Geistern streiten nö. Wir nicht. Och. Och nö. Nö, das wollen wir nicht. Die sind echt mit allem im Krieg, das ist... Das, was sind das eigentlich für Typen, ey? Blöde Franzosen. Also wirklich. Ein Friedensabkommen. Das Schwert wurde gezogen und ist jetzt blutbefleckt. Nein, ich wollte eigentlich kein Friedensabkommen, sonst hätte ich euch nicht angegriffen. So. Ah, jetzt kommt er. Militärisches Gold, das großzügige geben und das nicht. Auch das wollen wir nicht. Tja, aber das ist doof, wenn die da jetzt gleich da hinten einmarschieren. Da müssen wir wahrscheinlich ansonsten gleich noch eine Schlacht spielen. So, und kommt, werdet fertig. Der Handel ist nicht mehr möglich. Ja, passiert. Die mögen alle Griechen. Das ist irre. So, sehr gut. Dann haben wir das jetzt. Da haben wir jetzt das. Und da ihr ja jetzt gerade so intelligent gewesen seid und einfach abgehauen seid, werden wir jetzt einfach mal eure Stadt einnehmen. Tja, Pech gehabt. Weg. Eingenommen. Und tschüss. So. Dann, der General hat eine Stufe ab. Eindrucksvoller Kämpfer. Was können wir denn sonst noch so? So. Nahkampfabwehr, Nahkampfangriff, Einkommen durch Plündern, Nahkampfangriffe für alle Kavallerie, Unterhalt für alle Landeinheiten und plus 8% Moral für alle Einheiten. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das machen wir mal. Und er... Was wird der denn? Ja, Erfahrung, Rekrutierung, Hingabe. Was haben wir hier? Kommandant 2 plus Moral für alle Einheiten. Oh, Ehre. Oh, ein ehrvoller Mann. So, das ist immer gut. Ehrenhafter Mann ist immer gut. Hier können wir aber auch noch... Da ist irgendwas, das mir nicht gefällt. So. Was haben wir hier? Wohlstand durch Kultur. Nein, das muss weg. Hier, Heinderus Nata kommt dahin. So. So schaut das aus. Jetzt können sie sich hier nicht mehr leisten. Bujaka. Sterbt. Jetzt fange ich auch schon an, hier irgendwelche Hasstiraden wir wollen ja nichts tauschen. Wie nennt man das denn? Menno! Jetzt fällt mir die Worte nicht ein. So ein Schrott. Tja. Der wird jetzt irgendwas hier versuchen, aber seine Armeen sind... Der plündert hier, das ist der schiere Wahnsinn. Die müssen wir definitiv vom Plündern abhalten. So, Hinterhalt, automatischer Angriff und weg damit. So, die sind schon mal weg. So, kriegen wir die hier unten vielleicht auch noch? Nein, kriegen wir vermutlich nicht. Die plündern auch. Die Baumzerstörer. So, die müssen weg. Mir egal, ob wir da jetzt gerade unbeliebt sind in der Stadt oder nicht. Tschüss. So. Dadurch gibt es immerhin auch noch ein bisschen. Ah, wir kommen sogar wieder zurück. Sehr schön. So, das heißt, wir haben eine Tradition, und zwar Waffenschaden für alle Nahkampfeinheiten, der absolute Klassiker hier.
und Autorität und Rekrutierungskosten reduzieren. So, jetzt haben wir noch einen Plündernden und dann ist das Thema da ziemlich durch. Dann haben wir nur noch hier oben die, aber die können sich ja alle nicht mehr halten. So, wie lange braucht denn die Armee noch? Die braucht noch 4 Runden. Dann ist hier die Mega-Elite-Armee unterwegs. So, gut. Dann Runde beenden. Dann ist auch gleich... ich hab's heute vergessen. Verdammt. Ja, ich könnte jetzt anfangen zu trällern, aber ich sag mal, wer hat an der Uhr gedreht? Es ist schon wieder mal sehr spät und ich komme wieder, keine Frage, denn so, jetzt machen wir noch diese Runde zu Ende und dann geht's auch schon, dann ist auch für heute schon vorbei. Aha, Armee hierhin, Armee dahin. Boah, was wird das denn jetzt? Was wird denn das? Ein Schutzbündnis. Ihr seid ehrenhaft. Nein. Ich möchte mit den Beefy kein Schutzbündnis haben. Die sind die Nächsten. Naja, fast jedenfalls. Die möchten ja, auch ein Schutzbündnis. Nein, auch das wollen wir nicht. Schutzbündnisse sind nicht so toll. Und sie bringen uns nur begrenzt etwas. Ihr Krieg seid beitreten stark und weise. Und doch seht ihr diesem Krieg tatenlos zu. Ich biete euch, kämpft! Ich biete euch, kämpft! Nein, wir kämpfen noch nicht. So. Aha. Er schafft Unmut bei unseren Sklaven. Na dann. Wenn er meint, dass er das tun muss, dann soll er das tun. So, sehr schön. Also die Armeen hatten wir alle weg. Dann würde ich mal sagen, werden wir ihm mal ein bisschen den Weg versperren. So, haut mal hier drauf. Hinterhalt, ja, das ist 10.000 Mann gegen 2.000 Mann. Das ist, ja. So, hier. Und zack. Weg sind sie. Sollen wir mal sagen, wir wären nicht brutal oder so. Das ist immer niedermetzeln, das ist ja sehr heftig. So, dann haben wir auch unsere Generäle, sogar beide einen neuen Rang. Das ist ja toll, das verteilen wir jetzt noch. Und zwar, wo haben wir sie denn hier? Was haben die hier? Minus Sklavenunruhen, Autorität und Moral. So, neuer... So, der Kommandant bekommt noch ein Upgrade und hier Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte. Das ist immer gut. So, dann, was haben wir noch alles in dieser Runde neu? Wir haben eine Eigenschaft erhalten, Mark Ägypter. Oh, das kommt durch den ganzen Handel, ich sag's euch. Ich sag es euch, das sind die ganzen... Handelsabkommen. So, die Kinder des Untergangs. Naja, wenn er denn meint. Die untergehenden Kinder trifft's, finde ich persönlich, wohl eher. Der plündert? Das ist ja eine feige Sau. So. Jetzt aber. Voll drauf. Knapper Sieg. Viel hat er nicht mehr. Und eine Seefahrtstradition haben wir auch noch bekommen. Das ist ja schön. So, was haben wir denn jetzt hier? Nahkampfangriffe für alle. Einkommen durch Plündern, Moral für alle feindlichen Einheiten. Wir machen eindrucksvolle Seesoldaten. Und der hier ist natürlich autoritär. Ist ja gar keine Frage. Und dann fahren wir gleich hinterher und... machen sie dann jetzt total zunichte. Ein entscheidender Sieg. Was? Da sind immer noch welche übrig. Oh, langsam wird's aber hier... Langsam wird's peinlich.
Blub, 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 blub. So, weg. Na also, es geht doch. Und dann rekrutieren wir hier direkt gleich wieder drei neue Einheiten. Oh, vier sogar. Diese haben wir noch mehr verloren. Okay. Dann werden wir als nächstes mal die noch fortführen. Jetzt habe ich schon wieder, mich hier verzockt. Meine Güte. So, okay. Auf jeden Fall, wir sind dann durch für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ich sage dann mal bis zum nächsten Mal.